Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Brückentag am Freitagabend zwischen dem VfL Osnabrück und dem Hamburger SV. Hier oben begrüße ich unseren Cheftrainer Daniel Thun und Nico Granatowski. Heute ist der Presseraum ein bisschen mehr gefüllt. Ich begrüße natürlich auch den Profilkurs Welt der Medien der Ursula-Schule. Herzlich willkommen an der Bremer Brücke. Natürlich auch alle arrivierten Journalisten, die wir hier vor Ort haben. Starten wir rein. Nico, kurze Rückschau nochmal auf Bochum. Das letzte Auswärtsspiel am vergangenen Freitag. 1:1, dein Startelfdebüt in der zweiten Bundesliga. Irgendwie auch ein verrücktes Spiel. 1:1 letztlich, 3 Elfmeter, 2 verschossen. Vielleicht kannst du nochmal kurz resümieren, wie du es persönlich erlebt hast. Ja, super ins Spiel gestartet. Nach 2 Minuten 1 hinten gelegen. Und nein, Spaß. Ja, hat mich natürlich gefreut, dass ich von Anfang an spielen durfte. Und ja, ich denke, dass in der ersten Halbzeit mehr drin war auf jeden Fall. Dass ja, mit dem Elfmeter, wenn du da schon das 1:1 machst, dass du dann eventuell mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit gehst. In der zweiten Halbzeit war es dann, sage ich mal, ausgeglichen. Hatte vielleicht Bochum noch das Chancenplus mit dem Elfmeter. Und ich denke, letzten Endes war es ein guter Auswärtsauftritt von uns und ein berechtigter Punkt, denke ich. Jetzt kommt am Freitag der Hamburger SV. Das Spiel elektrisiert ja so ein bisschen die Massen. Gewähren uns noch mal einen Blick in die Kabine. Wie sehr freut ihr euch als Mannschaft auf dieses Spiel gegen einen gefühlten Bundesligist? Ja, das ist ja auch, sage ich mal, ein Spiel, wofür man immer hart gearbeitet hat, was man sich ja nicht erträumt hat, aber schon gewünscht hat. Aber letzten Endes gibt es auch für dieses Spiel nur 3 Punkte. Und ja, ich denke, Freitagabend, Flutlicht ist an. Ich denke, Mythos Bremer Brücke, es gibt einen besseren Zeitpunkt, als den Freitag wieder leben zu lassen. Ich denke nicht. Daniel, Stuttgart bezwungen, das Pokalspiel gegen Stuttgart erfolgreich absolviert. Jetzt wartet in der nächsten Runde der HSV. Ganz neues Spiel, ganz anderer Gegner letztlich auch. Wie gelingt es euch? Du sprichst ja häufig von den Grenzen, die ihr da mal verwischen lassen wollt. Wie könnte euch das am Freitag gelingen? Ja, ähnlich als die Pokalrunde definiert, weil ja, mit dem Hamburger SV kommt der zweite sehr, sehr große Name aus dieser zweiten Liga oder ist zu Gast an der Bremer Brücke. Und ja, wir definieren es gar nicht anders. Also da wird sicherlich dann auch die Einzelqualität des Gegners auf dem Papier deutlich höher sein. Und dann gilt es darum, natürlich wieder Grenzen verwischen zu lassen. Und wenn ich von diesen Grenzen rede, dann ist es sicher in erster Linie dieser Wille, diese Bereitschaft, die Leidenschaft an den Tag zu legen, da eine Augenhöhe herzustellen, mindestens eine Augenhöhe und vielleicht auch noch mehr Grenzen dann über Grenzen zu gehen, von der Intensität her, von der Laufbereitschaft. Und das ist etwas, wo wir vielleicht auch besser sein können und ja, was die Qualität dann betrifft. Wir haben auch Ideen und vielleicht wird es nicht so mit so viel Intensität und Dynamik dann stattfinden, wie es doch der VfB Stuttgart hier dann in ihrer Spielanlage aufgezeigt hat, sondern vielleicht dann eher auf die Qualität der einzelnen Spieler in den einzelnen Positionen, wo wir darauf achten müssen. Und auch da nicht verändert. Wir werden diese Qualität nicht ausschließen können, wir werden sie nicht gänzlich eingrenzen können, aber wir können sie zumindest in den Räumen dann wieder stressen, wo es vielleicht uns auch einfacher oder für uns einfacher ist, dann auch Bälle für uns zu gewinnen. Und wir freuen uns alle drauf. Die nächste Pokalrunde ist eingeläutet und ja, wie ich immer sage, 9 von 10 Fällen werden wir verlieren und jetzt arbeiten wir an Fall 10. Wer kann da mithelfen? Der obligatorische Blick aufs Personal? Gut, dass ich meinen Spickzettel jetzt habe, den brauche ich nämlich dafür. Beginnt mit Nils Körber, der wieder voll ins Training eingestiegen ist am vergangenen Samstag, auch alle Belastungseinheiten, alle Einheiten voll absolviert hat. Da werden wir dann heute nochmal drauf schauen und mal gucken, wie wir uns dann auch am Wochenende für den Kader entscheiden, ob er da schon wieder in dem Kader stehen wird, aber auch die Frage im Vorfeld zu beantworten. Philipp Kühn wird am Freitagabend im Tor stehen. Lukas Koganić, bekannt ja die Verletzung, er wird im Januar erst wieder zu uns stoßen. Die Spieler Engel und Trapp haben, wie auch schon besprochen, ab Montag das Techniktraining aufgenommen, auch einige Spielformen schon, wo sie dann weniger in Zweikämpfen unterwegs waren. Also wir führen sie langsam heran, das sah sehr gut aus, da gab es bisher keinen Rückschlag. Enes Ouahim ist heute nicht im Training, war gestern auch nicht im Training, so einen kleinen Magen-Darm-Infekt. Da hoffen wir aber schon, dass er morgen noch am Abschlusstraining teilnehmen kann. Thomas Konrad, Sebastian Klaas, die muskulären Probleme auch diese Woche noch, werden nicht in dieser Woche mehr einsteigen. Sven Köhler haben wir gestern drauf verzichtet. Er hat seine Abschlussprüfung aktuell in seiner kaufmännischen Ausbildung. Und Joost van Aken, David Blacher auch voll wieder ins Training eingestiegen nach dem nicht
oder nach der Nichtberücksichtigung vergangenen Freitag gegen Bochum waren sie Samstag im Lauftraining und auch seit Montag wieder voll mit der Mannschaft im Training. Und Kevin Friesenbichler ist auch wie angekündigt zurückgekehrt, trainiert seit Samstag mit der Mannschaft und auch voll seit vergangenen Montag. Also das Personal ähnlich aufgestellt wie vergangene Woche, nur mit mehr Alternativen natürlich jetzt, weil die krankheitsbedingte Schwächung nicht mehr da ist. Und damit geht's in die Fragerunde. Wer möchte, darf sich das Mikrofon schnappen. Dann fange ich gleich mal an. Und zwar mit dem Pokalspiel und der besonderen Atmosphäre. Spürt ihr das auch, wenn ihr im Moment durch die Stadt lauft? Weil Sebastian gerade davon gesprochen hat, dass das die Stadt elektrisiert. Spürt ihr das? Werdet ihr angesprochen? Ich kann die Frage so beantworten. Ich war seit einigen Wochen nicht mehr in der Stadt. Also hat sich das so ein bisschen erübrigt. Natürlich nehme ich wahr, das Interesse medial diese Woche auch deutlich größer, also an meine Person gerichtet, aber auch an die einzelnen Spielern. Da waren auch das eine oder andere Fernsehteam auf der Trainingsanlage, aber weniger uns geschuldet, sondern wirklich dem Gegner, der da kommt. Und da ist es ja, da müssen wir dann halt einfach diese Balance finden, dass wir nicht so viel von außen diesen Erwartungen irgendwo dann auch immer wieder entsprechen müssen, weil das ist auch klar, genau, wenn ich betone, ist es wieder eine Art Pokalspiel, ja, dann ist relativ einfach, jeder kommt aktuell auf uns zu. Und wenn dann von außen mal so ein Einwurf kommt, dann heißt es ja, ja, mach's doch so wie gegen Stuttgart und Stuttgart habt ihr ja geschlagen, dann werdet ihr Hamburg auch schlagen. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, das ist das, was ich betone. Und an so einem Tag, auf Freitagabend, muss uns alles gelingen, wir müssen stabil stehen, wir brauchen auch wieder wahrscheinlich einen guten Torwart, weil es wieder zu Abschlüssen kommen wird und die wenigen Momente, die wir mit dem Ball haben, müssen wir halt dann sehr erfolgreich abschließen. Und so ist es etwas, das ich versuche, noch ein bisschen fernzuhalten von der Mannschaft, aber ich glaube, die Frage kann wahrscheinlich eher Nico beantworten, wenn er diese Woche in der Stadt war. Also ich war auch nicht in der Stadt. Wir haben so viel trainiert. Also naja, so ein bisschen kriegt man schon mit. Aber ich denke, wir bereiten uns vor wie vor jedem anderen Spiel. Und ja, also so richtig kriegt man nichts mit, sage ich mal. Viel trainiert ist ein gutes Stichwort. Also so ein Spiel ist dann ja immer so ein Spiegelbild der Trainingswoche vorab. Merkt man, dass es in dieser Woche ein bisschen anders zur Sache geht auf dem Trainingsfeld? Nee, nicht unbedingt. Ich denke, bei uns jetzt sind so gut wie alle wieder fit, wie der Trainer schon sagt. Er hat genug Alternativen, jeder muss um seinen Platz kämpfen und es liegt an jedem selber, dann, wie er Gas gibt. Ich habe das Gefühl, dass seit einigen Wochen sehr viel Dampf bei uns drin ist und es kann sich keiner darauf ausruhen. Jetzt war man in Bochum in der Startelf. Träumt man davon, jetzt auch Heimspiel, Flutlicht, Freitagabend HSV auch zu den ersten Elf zu gehören? Ja, sonst wäre ich nicht Fußballer geworden. Das kann ich direkt aufhören. Klar träumt man davon und ich versuche dem Trainer die Entscheidung so schwer wie möglich zu machen, aber am Ende entscheidet der Trainer. Ja, und der Trainer, der hat natürlich auch den HSV beobachtet. Die schießen ja nicht alles weg. Ne? Also die haben eine großartige Mentalität, aber dass sie so alles in der zweiten Liga wegschießen, das ist ja nicht so der Fall. Also warum hat man Chancen? Weshalb kann man den HSV genau knacken? Ja, also sie schießen vielleicht nicht alles weg, aber ganz so viel machen sie nicht verkehrt, wenn sie die Zweitligatabelle auch anführen und die Torverdifferenz dann auch sehr hoch ausgefallen ist. Also kollektiv gutes Verteidigen, gerade mit den Jungs, die hinten drin stehen. Also die können schon ordentlich was wegräumen. Wenn man dann Rick van Drongelen sieht, das ist schon mal eine andere Etage oder auch dann schon ein sehr, sehr guter Zweikämpfer. Und ja, das Tor treffen sie auch. Zu Hause auch relativ viel gewonnen, wenig liegen gelassen am ersten Spieltag gegen Darmstadt. Auswärts vielleicht nicht so in dem Flow, wie sie sein wollten. Aber auch da muss man das differenzierter betrachten. In Kiel noch einen Punkt zu holen, in Unterzahl über weite Strecken des Spiels, ist dann sicherlich dann eher schon ein Erfolg. Vielleicht ein etwas nachlässiger Erfolg dann, wenn man nur einen Punkt in Wiesbaden holt. Aber auch das gehört im Fußball dazu. Wir wissen auch, wie schwer es in Wiesbaden sein kann, um es auch mal so zu bewerten. Und ja, da wird schon ordentlich was auf uns zukommen und wie wir sie schlagen können, ist ja das, was ich betont habe. Wir werden nicht zwingend immer unseren Matchplan so aufsetzen können, dass wir die Dominanz aufgrund unserer Qualität auf dem Platz ausüben, sondern wir wissen, dass es eine gewisse Dynamik auf dem Platz geben wird. Wir wissen, dass der Ball vielleicht auch vermehrt beim Gegner sein wird aufgrund seiner Qualität, aber da müssen wir rein. Diese Qualität müssen wir auf unserer Seite erhöhen und Mentalitätsfrage, die haben wir ja letzte Woche in Bochum, glaube ich, sehr gut beantwortet und auch die letzten Wochen, als wir gegen Regensburg dann zurückgekommen sind. Und wir wissen, dass es Freitagabend hier angerichtet ist und vielleicht ist es dann eher weniger auf Taktik ausgelegt, das Spiel, sondern es brennt einfach von dem, dass meine Jungs dann vielleicht ein bisschen mehr gehen als der Gegner. Gerade Spiele in Bochum angesprochen. Das ist leider ein bisschen untergegangen, was ihr für eine tolle Leistung dort gebracht habt, weil es etwas überschattet wurde von der Pyro-Diskussion. Hat euch das geärgert?
Ja, was heißt geärgert? Natürlich, ich bin für den sportlichen Teil verantwortlich und vielleicht wird es dem dann nicht gerecht. Überall oder gerade auch angeklungen, die Startelf-Dubitanten, die wir dann hatten mit Köhler, mit Granatowski und Adam Susac quasi auch, der zuletzt in Sandhausen gespielt hat. Da hätte man drauf eingehen können. Die Frage war auch, ich bin gestern unterwegs, ob es eine großartige Überraschung war, dass die Jungs geliefert haben. Nee, war es nicht, weil sie trainieren jeden Tag dafür hart. Sie können Fußball spielen. Also wir haben schon eine Fantasie, wenn sie auf dem Platz stehen. Und genauso wie verhält sich es dann mit den Jungs, die auch auf dem Platz standen, die wochenlang geliefert haben. Moritz Heyer mal nur genannt. Überraschend war dann sicherlich, dass ihm so ein Fehler unterläuft nach 2 Minuten, aber dann 88 Minuten sehr konstant Fußball spielt. Und das ist unter der Woche ein bisschen verloren gegangen, dass wir einen jungen Spieler haben, der sich sofort zurückgeholt hat. Markus, jemand, der einen Elfmeter verschossen hat, aber dann auch super noch gespielt hat. Zumindest seine Aktionen waren immer mit viel Qualität behaftet. Und das ist was als Trainer, klar, entscheidend dann für mich, wie ich das zurückspiele in die Mannschaft, was ich ihnen an Feedback dann auch gebe. Aber von außen war es dann wahrscheinlich dann deutlich mehr Feedback für das beleuchtete Stadion, als dass es für meine Mannschaft war. Nochmal Richtung HSV. Also normalerweise ist es ja so, dass viele Zuschauer vor Schlusspfiff gehen. Also gerade in Spielen, wo der HSV aktiv ist, lohnt es sich ja auch in der Nachspielzeit noch da zu bleiben. Spricht man das an? Also das ist ja schon auffällig, was die nach der 90. Minute noch auf dem Platz regeln. Vielleicht auch mal der Gegner, aber ist das was Besonderes oder wie beurteilst du das? Thematisierst du das irgendwie? Ja, also direkt in meinem Umfeld vielleicht, wer er geht, kommt vielleicht besser vom Stadion weg, weil alle Plätze hier, weil es ausverkauft ist. Aber für uns als Mannschaft, wir wissen ja, wie der Fußball funktioniert. Also 90 plus ist für uns keine Überraschung. Wir haben gerade im letzten Jahr deutlich gezeigt, dass man auch in 95, in der 96. Minute treffen kann. Da sind wir ja darauf vorbereitet. Also das auch über 90 Minuten beim HSV auszuschalten, diese Qualität, das wird ja schwierig sein. Und da ist auch die Mentalität gegeben. Ich glaube auch gegen Dresden völlig verdient dann noch das Tor gemacht, auch wenn es für die Dresdner dann oder die Leidtragenden waren in dem Augenblick. Aber das wissen ja meine Jungs auch, dass ein Fußballspiel ein bisschen länger dauert als diese 90 Minuten. Da sind wir darauf vorbereitet, aber grundsätzlich so, meine Jungs setzen sich ja auch mit dem Gegner auseinander. Sie haben es festgestellt, das brauche ich, glaube ich, nicht nochmal erwähnen. Daniel, du kennst den Trainer ganz gut vom HSV, Dieter Hecking. Du hast selber mit ihm zusammen in Lübeck 2 Jahre lang gearbeitet. Kannst du mal, oder freust du dich erstmal auf das Wiedersehen mit ihm? Ja klar, es ist der einzige Trainer, der es mit mir 2 Jahre ausgehalten hat. Ne? Also das muss man auch so bewerten. Also ich war 14 Jahre dann Profi, 2 Jahre unter Dieter Hecking, also die längste Zeit, unter der ich unter einem Trainer gespielt habe. Ich freue mich, ihn wiederzusehen. Gerade da ich unter ihm spielen durfte, haben wir auch vielleicht gemeinsam ganz schöne Erinnerungen, auch wenn sein Weg ja dann sehr, sehr weit nach oben ging und sehr, sehr viel weiter. Und was ich aus der Entfernung auch bewertet habe oder vielmehr so bewertet habe, dass ich schon beeindruckt war von seinem Werdegang, nachdem wir damals aus der zweiten Liga auch abgestiegen sind, unsere Wege sich getrennt haben. Das ist das erste Mal ein Wiedersehen mit ihm als Trainer oder für mich als Trainer auf der anderen Seite. Sicherlich etwas, was neben dem, dass ich das noch nicht ganz so oft hatte, das Ganze noch mal ein bisschen charmanter macht. Also ich freue mich auf das Wiedersehen. Ich finde, es ist ein großartiger Trainer. Das sieht man an seinen Erfolgen, an den vielen Jahren, die er auch in Lohn und Brot steht. Da hat er sehr vieles richtig gemacht und sicherlich in dem, wie er es macht, auch ein Weg, wo ich mich vielleicht auch mal gerne sehen würde. Nochmal eine Frage, als du hier angefangen bist, da wart ihr der 4. Liga näher als der 2. Liga und der HSV war zu diesem Zeitpunkt Erstligist. Wie viel Fantasie hätte Daniel Schuhn brauchen müssen, um zu überlegen, jetzt 2 Jahre später, spiele ich gegen den HSV in der 2. Liga? Vorstellbar gewesen oder ist das irgendwie immer noch eine Geschichte, die man als eigentlich unmöglich ansieht? Ja, ist schon so, dass wir näher an der Begegnung gegen die 2. Mannschaft des HSV dran waren, als dass wir gegen die Profis spielen dürfen und auch im nächsten Jahr in dem Stadion. Also da wären wir sicherlich so ein schmuckes Beiwerk gewesen mit vielen Fans, die in der Regionalliga auf Platz B gespielt hätten, im Schatten des Volksparks. Aber auf der anderen Seite ist es ja etwas, danach haben wir uns ja gesehnt, dass wir uns kontinuierlich entwickeln und das ist uns ja gelungen von dem Tag an, dass der HSV zu uns gekommen ist. Tut mir ein bisschen leid um diesen Traditionsverein, weil ich glaube auch, dass er in die 1. Liga gehört. Sportlich lief es ja dann entsprechend nicht so. Ich glaube, sie sind jetzt auf einem guten Weg und wir freuen uns auf dieses Duell. Also früher war es dann maximal auf DFB-Pokalebene möglich oder als Freundschaftsspiel und jetzt ist es ein Ligaspiel und das zeigt, dass unsere Entwicklung in den letzten Jahren sehr, sehr positiv war. Vielleicht für den Hamburger SV nicht, aber klar, um auf die Frage zu kommen, vor 2 Jahren fehlte mir sicherlich jegliche Fantasie, dass ich mit dem VfL Osnabrück zu einem Punktspiel gegen den HSV antreten muss.
Du bist noch weniger lange Zeit in Osnabrück. Weißt du, wann das letzte Pflichtspiel, also Punktspiel gegen den HSV war, des VfL? Weißt du das? Oder wird darüber mal gesprochen in der Kabine? Ich habe es eben gelesen, aber ich habe es schon wieder vergessen. War, glaube ich, 56 Jahre her. Oh, sauber. Na, noch nicht ganz 57. 56 passt schon. Ja, knapp daneben. Also das ist ja was Besonderes, oder? Das ist ja, das muss ja wirklich auch für euch absolut alles andere als Alltag sein. Ja, zumindest bereiten wir uns so vor, als wenn es der Alltag ist. Klar, es ist was Besonderes, so wie der Trainer sagt. Es war jetzt vielleicht nicht vorstellbar, dass man in der nächsten Zeit gegen die spielt. Aber umso schöner für uns natürlich, dass wir gegen sie spielen können. Und wie gesagt, wie der Trainer sagt, wir gehen es an, als wenn es ein Pokalspiel ist. Und wir hoffen natürlich mit dem besseren Ende für uns. Gibt es weitere Fragen? Auch die Schüler sind herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. Also jetzt sind die beiden hier, der Cheftrainer und Nico. Der traut sich. Vielleicht geht der Lehrer ja auch mit einem guten Beispiel voran, dann trauen sich die Schüler ja vielleicht nochmal. Ich rufe jetzt den Namen von dem Schüler auf, der die Frage stellen muss. Genau, ich lese vor. Frage 1. Nein, Sie haben demnächst zwei exzellente Torhüter, die dann hoffentlich beide gesund sind. Macht man sich da schon mal Gedanken, wie das weitergehen kann? Nee, überhaupt nicht. Es ist auch kein Problem für mich, sondern es ist überragend, zwei so tolle Torhüter zu haben. Und Philipp macht einen fantastischen Job aktuell in der zweiten Liga, aber was wir auch nicht vergessen dürfen, Nils Körber hat es im letzten Jahr auch, er hatte einen maßgeblichen Anteil daran, dass wir diese Liga verlassen durften, dass wir auch am Freitagabend gegen den HSV spielen dürfen. Ich spiele den Ball da gerne weiter, wir haben einen richtig guten Torwarttrainer mit Rolf Meier, der sehr viel Erfahrung hat und der wird die richtige Entscheidung treffen oder die richtige Empfehlung aussprechen. Letztendlich muss ich nachher die Entscheidung treffen, aber sie wird immer einhergehen mit dem, was Rolf Meier auch dann vorschlägt und da freuen wir uns lieber darüber, dass ich da Entscheidungen treffen darf, weil die treffe ich gerne und das ist nicht, dann nimmt Gott sei Dank nicht die Wahl zwischen Pest und Cholera. Prima. Und dann haben Sie ja insgesamt einen relativ guten, breiten Kader. Wie kriegt man das als Trainer hin, dass da die Stimmung immer in Ordnung ist, auch wenn der eine oder andere mal ein bisschen länger auf der Bank sitzt? Ja, es ist schon eine Herausforderung, gerade wenn man so wie in Bochum oder gegen den VfB Stuttgart dann nach Abpfiff auch in das eine oder andere enttäuschte Gesicht schaut, was auf der Bank saß oder was von der Tribüne kommt. Aber da spiele ich immer den Ball zu dem Beginn der Vorbereitung oder zu unseren ersten Gesprächen zurück. Ich habe den Jungs erzählt, was sie erwartet, dass viele Dinge taktisch begründet sind, dass viele Dinge auch in Abhängigkeit stehen von dem, was sie nicht nur im Spiel anbieten, sondern auch im Training. Und dann dürfen diese Spieler die Entscheidung treffen, ob sie es mittragen. Und sie betonen dann auch immer, wie wertvoll dieser Teamgeist ist und dieses Mannschaftsgefüge. Ja, und wer sich da dann nicht hinterstellt, der begeht einen großen Fehler. Das werden wir nicht zulassen. Aber in der Gesamtheit ist es ja so, dass die Zufriedenheit dann sicherlich nicht gegeben ist, wenn sie nur auf der Bank sitzen oder keine Spielzeit bekommen. Das ist auch völlig normal, das wäre komisch, dann wären sie keine guten Fußballer, wenn sie sich darüber freuen würden. Aber sie haben immer die Möglichkeit, sich anzubieten und ja, wir haben ein paar Jungs in der zweiten Reihe gehabt die letzten Wochen und sie haben alle gezeigt, dass ich mich auf sie verlassen kann und deswegen ist es gut, diese Breite zu haben und sie sind auch alle gewillt, das mitzutragen. Prima, danke. So, trauen sich jetzt die Schüler? Habt ihr noch Fragen? Ich habe übrigens den Hinweis bekommen, dass das hier auch in die mündliche Note mit einfließt. Also. Tut was. Der eine oder andere hat es doch nötig, oder? Nein. Okay, ich reiche das Mikrofon dann gerne wieder nach vorne. Okay, gibt es noch Fragen? Jetzt besteht noch die Chance. Ansonsten. Keiner traut sich. Da hinten geht so eine Hand leicht hoch. Ne? Gut, dann. Danke für die Aufmerksamkeit, danke euch beiden hier oben, danke euch für den Besuch. Ich hoffe, wir sehen uns alle am Freitag beim Brückentag gegen den HSV. Danke. Dankeschön.